Und weiter. Du kommst hier nicht rein. Und warum? Du siehst scheiße aus. Und wer scheiße aussieht, macht nur Ärger in der Kneipe. Oh. Was hat ein Typ wie du überhaupt hier zu suchen? Scheint's nicht der hellste zu sein, oder? Hä? Hell? Wieso sollte ich hell sein? Verstehe ich nicht. Na, ist auch egal. Yep. Ich mag dein Gesicht nicht. Also bleibst du draußen. Oh. Sag mal, hast du sie noch alle? Hab ich das gerade richtig gehört? Lässt du hier jemanden nicht rein, weil dir sein Gesicht nicht gefällt? Du lässt den Mann gefälligst durch. Ich hab dich eingestellt, um Betrunkene rauszuschmeißen, nicht um zahlende Kunden fernzuhalten. Aber... Nicht aber! Verdammte Scheiße! Hey Chloe! Kannst gleich was zu trinken kriegen, ich hab ja noch ein Hühnchen zu rupfen. Oh, okay. Kein Gespräch. Was sind eigentlich die neuen Preise für ein großes Bier? Wie lange arbeitest du jetzt schon für mich? Richtig. Seit mehreren Jahren. Wie kann es sein, dass du die Preise immer noch nicht auswendig kennst? Du kannst den Leuten nicht jedes Mal ein Bier für einen anderen Preis verkaufen. Bier gibt es nur in einer Größe und die kostet immer gleich viel. Schreib dir das mal hinter die Ohren. Scheiße. Mich interessiert das nicht. Und sei höflich zu den Leuten. Das ist echt nicht zu glauben. Um jeden Scheiß muss ich mich selbst kümmern. Ich weiß wirklich nicht, warum ich überhaupt Mitarbeiter angestellt habe. Man muss sowieso alles selbst machen, wenn man will, dass es richtig gemacht wird. Und jetzt tauchst du auch noch auf, als wäre mein Tag nicht schon beschissen genug. Was willst du, Jax? Hallo, Chloe. Du hast mich also nicht vergessen. Wie könnte ich? Du hast das vor damals ziemlich auf den Kopf gestellt. Dann erzähl mal, wie kann ich dich wieder loswerden? Hast du das hier schon einmal gesehen? Das ist doch einer dieser Zettel, die Werbung für Baxters Truppe machen soll, oder? Ja. Und was soll ich damit? Das sind deine Getränkekarten. Das erklärt einiges. Na, da bin ich ja mal gespannt, was du zu erzählen hast. Hör mal zu, du Spinner. Ich erzähle euch das hier, weil ich so nett bin. Ich kann es auch lassen. Also geh mir nicht auf den Sack, klar? Er hat es nicht so gemeint, also was weißt du darüber? Also, eigentlich habe ich es schon so gemeint. Du weißt einfach nicht, wann du die Klappe halten musst, oder, Fox? Mann, Mann, Mann. Was ich gerade erzählen wollte. Ich habe mich schon gewundert, warum jemand meine Getränkekarten klaut. Ich muss dauernd neue machen lassen. War schon kurz davor, die Preise einfach nur noch ans schwarze Brett zu schreiben. Wurde mir langsam echt zu dumm. Allerdings sind schon bestimmt seit einer Woche keine Karten mehr verschwunden. Hier wirst du die Schuldigen also vermutlich nicht finden. War's das? Ich mach dann mal weiter. Tut mir leid, dass ich dir da nicht helfen kann. Wirst wohl weitersuchen müssen. Schlecht gelaunt? Nein, ich bin die Freude selbst. Mhm. Du kannst mir doch sicher etwas beibringen. Ich dir? Hast du etwa die letzten Jahre genutzt, um dich um den Verstand zu saufen? Kannst du oder kannst du nicht? Na schön, viel ist das nicht, was ich weiß, aber vielleicht hilft's ja. Du entscheidest, wann wir damit beginnen sollen. Ich will von dir lernen. Bringen wir es hinter uns. Oh. Keine Gerissenheit. Beißen, nichts. Ich brauche mehr Gerissenheit und Intelligenz, aber ich werde wieder in Stärke setzen. Jo. Nimm's mir nicht krumm, aber ich unterhalte mich gerade mit meiner Flasche. Sei lieber still. Oh. Das war das Gespräch. Irgendjemand noch hier? In Casual Clothings. Okay. Irgendwo auf dem Weg dorthin gibt's dann eine weitere Mission. Da war Gasmasken. War da nicht noch irgendwas? Da, Zettel aufhängen. Yep, dachte ich mir, dass da ein Whiteboard in der Nähe ist. Das haben wir doch schon genommen.
Erledigt. Wo sind die nächsten? Okay, da gehen wir zuerst zu. Lasse. Wieder zu Lasse. Der das Singen nicht lassen. Ich verstehe nicht, warum das passiert. Ich habe es abgedatet, ich habe ein paar Tricks online nachgeschaut. Vielleicht sollte ich mir einfach ein anderes Programm runterladen, das so ähnlich läuft wie PS4 verwende ich. Dass man PS4-Controller auch bei Spielen verwenden kann, die nicht die Unterstützung haben. Wenn ich Rocket League spiele, funktioniert es ohne Probleme. Das Controller-Support hat, Outriders ohne Probleme. Dying Light hat ohne Probleme funktioniert. Aber das funktioniert einfach nicht. Jo, lasse. Hast du diesen Nagel hergestellt? Lass mal sehen. Könnte schon sein. Ist lang her, dass ich Nägel gemacht habe. Aber die länglichen Hammerschläge da, das könnte schon meine Wenigkeit gewesen sein. Hab aufgehört, die Dinger zu machen, weil sie dauernd gestohlen wurden. Warum fragst du? Dir werden Nägel geklaut? Also jetzt nicht mehr. Hab aufgehört, welche herzustellen. Hab eh keine Zeit mehr für so ein Zeug. Wo hast du denn eigentlich her? Damit wurde die Propaganda der Outlaws befestigt. Jetzt sag nicht, ich werd verdächtigt. Und wenn es so wäre? So ein Unsinn! Hör mal, Jungchen, ich bin hier gern der Schmied. Warum sollte ich zu diesen Outlaws gehen? Die schweißen doch eh alles einfach zusammen. Von Kunstfertigkeit fehlt da jede Spur. Nee, du. Damit habe ich nichts am Hut. Ich kann dir da leider nicht weiterhelfen. Hab die Diebe auch nie zu fassen bekommen. Die Jungs waren echt gut. Wenn das so ist, werde ich wohl weitersuchen müssen. Hoffentlich kriegst du die Diebe. Viel Erfolg. Okay. Wer will, dass ich wieder zu ihm gehe? Ich mache die Zettel zuerst fertig. Mitarbeiter für Scrappy. Das ist am nächsten. Dann werde ich zum Wolf, hat er geheißen, zurück teleportieren. So viele Mini-Quests. Habe ich dir nicht klar zu verstehen gegeben, dass du dich vom Acker machen sollst? Erledigt. Was ist hier gerade abgegangen? Aber ich kann dir helfen, herauszufinden, wer das in deiner Hütte war. Warst du, Göre, etwa wieder hinter meinem Haus? Ja, aber nur weil ich... Zum letzten Mal. Geh spielen. Ich habe keine Zeit für deine Albernheiten. Los, verzieh dich. Verdammt. Lass mich meine Arbeit machen. Was zu sagen? Keine Zeit, Onkel. Onkel Fox oder Onkel Jax. Was war hier noch drinnen? Eine Bar. Okay. Oh, ein Zettel noch. Ich kann schlafen gehen und mich dann mit dem Türsteher hier anlegen. Klingt eigentlich auch gut. Ich habe genug vom Reden eigentlich. Am besten suche ich mir eine Mission mit ein bisschen mehr Fighten aus. Tor gestohlen. Torhild führt ja ein strenges Regiment. Einmal eine... Hey, was denkst du, machst du da? Ich soll für Scrappy nach neuen Minenarbeitern suchen. Geh zu Torhild und hol dir erstmal ihre Erlaubnis ein, bevor du hier ihre Arbeiter abwirbst. Wo war ich noch? Torhild führt hier ein strenges Regiment. Einmal... Scrappy braucht neue Leute für die Mine. Noch mehr? Er hat doch genug in Arbeit. Es gab einen Vorfall. Das wäre ja nicht der erste. Verrate mir lieber, was ich damit zu schaffen habe. Ich soll hier einen Aushang anbringen.
Und du glaubst, das lasse ich einfach zu? Ohne die Mine fehlt dem Fort eine wichtige Eisenquelle. Und ohne Setzlinge können wir unseren Feldzug gleich aufgeben. Wegen der Arbeiter für die Mine. Gibt es einen Weg, wie ich dich überzeugen kann? Nein. Und langsam bin ich es leid, darüber zu diskutieren. Aber es soll ja niemand sagen, dass ich nicht mithelfen würde, einen Kompromiss zu finden. Du hast einen Tag Zeit, mir Argumente zu liefern, dir den Aushang zu gestatten. Höre ich während dieser Frist nichts von dir, soll Scrappy seine Leute woanders abwerben. Gibt es noch etwas, das ich für dich tun kann? Du hast ja mitbekommen, dass uns Werkzeuge fehlen. Normalerweise würde ich mich selbst darum kümmern. Aber du kannst dir sicher denken, was passiert, wenn ich die Felder unbeaufsichtigt lasse. Du hast also eine Lösung. Ja. Auch wenn unser feiner Schmied glaubt, er könnte sich einen schlanken Fuß machen und lediglich Waffen herstellen. Aber er irrt sich. Da aus Goliath keine Werkzeuge zu erwarten sind, ist es seine Aufgabe, mir welche anzufertigen. Jemand muss ihm das nur begreiflich machen. Kann ich auf deine Unterstützung zählen? Denk daran, mein Wort hat Gewicht. Es wird sich für dich bezahlt machen. Ich gehe für dich zum Schmied. Gut. Wenn Lasse sich weigert, den Auftrag anzunehmen, sag ihm, dass ich darüber nicht diskutieren werde. Thorhild führt hier ein strenges Regiment. Einmal eines ihrer Pflänzchen schief angeguckt und schon sitzt sie dir im Nacken. Da war doch irgendein Typ mit Namen, der sicher was damit zu tun hat, den ich überreden kann, in die Minen zu gehen. Der hat schon nach Mine ausgeschaut. Das ist er nicht. Utsch, das ist er. Jetzt nicht! Die Alte fängt sonst wieder an zu meckern. Okay. Oh Gott. Oh, das ist der Weg zwar nicht wert, aber... Gehen wir mal zuerst mit Lasse reden. Ich werde herumgeschickt hier wieder. Oh, das hasse ich am meisten. Herumgeschickt werden mit irgendwelchen Aufgaben, die nur reden bedeuten. Jo, Lasse. Lass mal die Waffenarbeit sein. Du sollst Werkzeuge für die Setzer herstellen. Jungchen, ich bin Waffenschmied. Sollen wir unsere Leute mit Forken und Mistgabeln in den Kampf schicken? Daraus wird nichts. Ich kehre nicht mit leeren Händen zurück. Hör mal, das ist nicht so einfach, wie du dir das vorstellst. Was sie da von mir verlangt, braucht Zeit. Und vom Eisen fange ich erst gar nicht an. Hab weder das eine noch das andere. Wie viel Zeit und wie viel Eisen benötigst du für die Werkzeuge? Du lässt nicht locker, was? Na schön, bring mir 25 Brocken Eisenerz und ich schau mal, was sich machen lässt. Vielleicht kann ich den Auftrag ja dazwischen schieben. Mehr als 3 Tage stehe ich dafür aber nicht an der Schmiede. Hier, das Erz für die Werkzeuge. Damit wäre das Materialproblem aus der Welt. Nun zum nächsten. Werd wie gesagt 3 Tage hinterm Amboss stehen. Dafür kriegst du 5 hochwertige oder 10 einfache Werkzeuge. Ich sag immer, Qualität zahlt sich aus, aber 5 Stück werden nicht für alle Sätze reichen. Für die doppelte Menge gebe ich aber keine Garantie. Nur, dass wir uns verstehen. Was darf's also sein? Viel Zeit bleibt mir schließlich nicht. Stell 5 hochwertige Werkzeuge her. Gut, du kannst doch halt sagen, sie kriegt ihren Willen. Das nächste Bier geht auf ihren Deckel. Werd ihr die Dinger selber vor die Tür karren. Musst also deswegen nicht nochmal wiederkommen. Gott sei Dank. Okay. Okay, wir hauen gleich ein paar Attribute rein. Sehr schön. Sehr schön, damit wird sich dann schon was anfangen lassen. Schneller Weg. Nein, hier. Oh Gott. Ich hoffe, sie ist zufrieden damit.
Was war denn das für eine Fähigkeit? So, Laufarbeit. Ich will doch nur kämpfen. Und Leute bemaulen. Das ist das Whiteboard. Oh. Mein Eisen hat es aufgegeben. Außer für Schmieden werde ich in diesem Spiel wahrscheinlich nicht brauchen. Auf der Stelle, wo sie sind. Ich, keine Ahnung. Willst du mir weismachen, du wüsstest nicht, wo deine Freunde stecken? Ich, habe ein kurzes Nickerchen gemacht und als ich, Ach, halt den Mund! Abmarsch aufs Feld! Jawohl. Lasse fertigt dir die Werkzeuge an. Hat er Probleme gemacht? Er wird in Zukunft wohl auf deinen Namen anschreiben lassen. Typisch. Sonst noch was? Ich musste mich entscheiden, wie viele Werkzeuge er herstellen soll. Dieser Ochse soll einfach seine Arbeit machen. Aber gut, ich kann mir jetzt sowieso nicht den Kopf darüber zerbrechen. Ich hatte ein paar Unkosten. Ich schlage mich mit Problemen rum und du kommst mir mit Unkosten. Da. Und jetzt hör mir zu. Mir laufen die Arbeiter davon. Während ich versuche, ihre Fehler auszubügeln, läuten sie den Feierabend ein. Du hast sie einfach ziehen lassen? Wo denkst du hin? Ich war für einen Moment abgelenkt. Den hat die Bande genutzt und sich aus dem Staub gemacht. Gerade jetzt, wo die Setzlinge die meiste Aufmerksamkeit brauchen. Du musst sie zurückholen. Keine Diskussion. Ich kann das nicht übernehmen. Ich muss aufs Feld und dafür sorgen, dass uns die Setzlinge nicht eingehen. Sind bereit. Wir sind bereit. Wo könnten deine Arbeiter stecken? Wenn ich das nur wüsste. Weit können sie eigentlich nicht sein. Ich tippe auf das Vor. Fressen und saufen. Nach mehr steht ihnen nicht der Sinn. Ich dachte, ich darf fighten. Wegen der Arbeiter für die Mine. Ist es nicht jedem selbst überlassen, für wen er arbeitet? Natürlich. Sklaverei gibt es bei uns nicht. Dann solltest du den Aushang auch nicht verbieten. Und wenn mir dann die Leute davonrennen? Wer hier nicht arbeiten will, ist sowieso nicht produktiv. Da ist was dran. Gerade die Produktivität darf nicht leiden. Bring deinen Aushang an. Wenn ich es mir recht überlege, wird sich eh niemand dafür interessieren. Wer arbeitet schon freiwillig in muffigen Schächten, wenn er die frische Luft auf dem Feld genießen kann? Sehr schön. Ja. Nehme ich hier zu. Da hat sich ausgezahlt, dass ich es gerade noch in die Intelligenz reinbekommen habe, die letzten Punkte. Okay, ihre Leute in der Bar finden. Gasmasken für Scrappy kaufen. Erledigt. Ich sollte zu Scrappy zu. Ja, ja. Hat Torhild dir die Erlaubnis gegeben? Hat sie. Ja. Na, dann ist ja gut. Oh. Was haben wir jetzt da? Gasmasken, unfähige Arbeiter. Fort. Warte mal. Nein, hier drüben zeigt es mir an. Okay, hier drüben in Gründerbar. Oh. Nur ehrenwerte Bürger der Stadt. Danke für den schnellen Weg hier raus. Ich bin doch ehrenwertig, oder? Oder etwa nicht? Zählt Kaias Trophy Husband nicht dazu als ehrenwertig? Das bedeutet doch was. Louis Bar wahrscheinlich. Laufarbeit. Freue mich schon wieder auf den nächsten 10 Minuten Kampf. Mit dem Viech, das zu stark für mich ist. Oh, das ist das Geile am Spiel. Dass man gescheit kämpfen kann. Türsteher. Setzer, Haupt. Die Alte hat heute wieder eine Laune. Ich sag dir, bei nächster Gelegenheit schmeiß ich hin.
Er hat hier was zu reden. Setzer. Du. Kollege, da ist noch immer was in der Flasche. Komm später wieder. Nein, auch nicht. Selten so ein Stück. Ich habe gehört, dass es in Abessa gar nicht. Ich gebe dir einen Rat. Wenn du eine andere Arbeit als diese hier findest, nimm sie. Manchmal kommt es knüppelt. Manchmal wünsche ich mir den Duke zurück. Ich wünsche mir nur Red weg. Nicht. So viele Ohren, die zuhören. Wirklich? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Angeblich sind sie dort alle umgekommen. Okay, mit dem muss ich da reden. Na, Rutsch, das ja. Hast Durst bekommen, was? Solltest du dich nicht um die Setzlinge kümmern? Das kann warten. Thorhild sieht das anders. Dann soll uns die Alte anständig bezahlen. Glaub mal nicht, dass wir uns absichtlich drücken. Wir wissen, dass von den Setzlingen viel abhängt. Reißen uns regelrecht den Arsch für sie auf. Aber deswegen nur eine Handvoll Kröten kriegen? Ich bitte dich. Die Splitter sind das Problem? Wenn es denn mal welche geben würde. Machen wir was falsch, kürzt uns das Weib den Lohn. Dann strengt euch mehr an. Wir schuften sogar nachts. Die Setzlingsaufzucht ist nicht einfach. Für sie vielleicht. Ja. Aber sie hat die Feldarbeit auch gelernt. Und wir? Guck dir unseren Haufen doch an. Die meisten stammen aus der Gosse. Da bringt uns ihre Klugscheißerei auch nicht weiter. Ein paar Splitter sind das Mindeste, was sie tun kann. Ich werde dich wahrscheinlich bezahlen müssen. Putsch bedrohen. Aber das klingt doch besser. Ihr kehrt auch ohne Bezahlung zurück an die Arbeit. Was willst du damit sagen? Ihr arbeitet oder ich zwinge euch dazu. Vorsicht! Wenn ich dir was auf die Schnauze gebe, ist Ende. Ja, ja. Wer nicht arbeiten will, trägt die Konsequenzen. Hast du mir nicht zugehört? Wenn ich zuschlage, dann... Dann... Was? Wir klären das hier und jetzt. Kämpf. Schlag endlich oh. Zu! Das wird ein leichter Kampf. Oh je. Ich sehe nichts. Die Waffe. Du nimmst ja doch Vernunft an. Da ist sicher noch Luft nach oben, oder? Rutsch. Nicht mehr erschlagen, ja? Ja, okay. Zurück auf die Felder. Ich also, wir also... Muss ich mich wiederholen? Bin schon weg. Sehr schön, Butch. Sein Schwert und sein Schild nicht irgendwo hingeflogen. Und da gehen sie wieder zurück. Ab zu Wolf. Ich werde so hin und her geschickt gerade. Where is the wolf at? Wolf? Und zuerst dürfte ich nicht hier drin sein. Nettes Haus. Ach, X. Das ist mein Bett jetzt. Das ist doch nicht normal. Dass ich gleich bin ausnehme und alles stehle. Nee, das ist nicht normal. Oh, das Toilettenpapier. Sorry, Wunsch. Wolf. Wunsch. Munitionspresse. Ich glaube nicht, dass ich das machen kann. Sogar einen Besen nehme ich hinweg. Ich vermisse Elix-Tränke, ich finde davon gar nichts. Lampe. Okay, nee, passt schon. Passt schon. Was ist jetzt hier? Wo ist Wolf? Tiefers Lehrling.
Propaganda von Baxter, Karte. Bei dem Bar ist er. Habe ich ihn übersehen? Ah ja. Ich habe mit Chloe gesprochen. Hast du herausbekommen, ob Chloe was mit den Propagandabriefen zu tun hat? Sie behauptet, die Getränkekarten wurden ihr gestohlen. Sie hatte sich sogar schon überlegt, die Karten ganz abzuschaffen, damit sie nicht immer neue machen muss. Klingt nicht so, als hätte sie was damit zu tun. Ich habe mit Lasse gesprochen. Und? Hast du herausgefunden, ob er was mit den Propagandazetteln zu tun hat? Nicht wirklich. Ihm wurden wohl einige Nägel gestohlen. Es scheinen die Nägel zu sein, mit denen die Propaganda angebracht wurde. Das ist nicht sehr viel. Zumindest ist er sich sicher, dass es seine Nägel sind. Verdammt, da gehen sie hin, unsere einzigen Spuren. Ich habe jeden beobachtet, der in die Kneipe ein- und ausgegangen ist. In der Hoffnung, dass jemand ein paar der Karten dabei hat. Aber auch ich hatte kein Glück. Ein paar verdächtige Gestalten hier und da, aber sonst nichts. Wir müssen irgendwas übersehen haben. Fassen wir nochmal zusammen, was wir über die Propaganda wissen. Sie wurden beide bestohlen und scheinen nichts damit zu tun zu haben. Aber nicht in jüngster Zeit. Richtig. Dass keiner von beiden den Dieb gesehen hat, sagt uns, dass er weiß, was er tut. Er ist kein Idiot. Was noch? Die Zettel sind mit dem Eigentum des Forts hergestellt und angebracht worden. Das ist allerdings ein interessanter Punkt. Das bedeutet, dass unser Täter wohl im Fort ist. Es scheint niemand von außerhalb zu sein. Was noch? Die Outlaws scheinen dahinter zu stecken. Das ist wohl offensichtlich. Außer jemand will den Outlaws etwas anhängen, aber das glaube ich nicht. Der oder diejenigen, die diese Propaganda verteilen und wahrscheinlich auch hinter dem Anschlag auf Red stecken, sind vermutlich Outlaws, die hier im Fort leben und einiges auf dem Kasten haben. Und was machen wir jetzt mit dieser Information? Ich muss zugeben, keine Ahnung. Wir haben nicht viele Optionen. Wir müssen wohl oder übel den Täter auf frischer Tat ertappen. Also warten wir einfach? Ich habe eine bessere Idee. Wenn es dunkel ist, suchen wir das vorab. Die Chance, jemanden zu erwischen, ist gering. Aber wenn du keine bessere hast? Nein. Na dann, sag Bescheid, wenn du bereit bist. Oh, ein anderes Mal. Ich gebe jetzt das Gasmasken ab. Und die anderen Mists. Gasmasken. Hier drüben. Ich glaube, das Einzige, was ich wirklich habe, ist hier das Geld. Also, das kaufen wir uns. Vielleicht hat der Typ ja auch was anderes Interessantes zum Verkauf. War ich hier schon mal? Wow! Hey, Ivan. Ah, Kundschaft. Sieh dir nur in Ruhe meine Waren an. Du wirst es nicht bereuen. Bei mir wird jeder fündig. Du willst doch etwas kaufen, oder nicht? Was hast du denn anzubieten? Alles, was du dir vorstellen kannst. So reichhaltig sieht dein Angebot aber nicht aus. Ach, verdammt, wem mache ich etwas vor? Das Geschäft läuft schlecht. Es finden sich kaum noch Abnehmer. Wäre somit ein feiner Zug von dir, wenn du das ein oder andere bei mir kaufst. Ich brauche Gasmasken. Mit oder ohne Filter? Warum sollte ich welche ohne kaufen? Also mit. Verstehe. Für gewöhnlich habe ich welche im Sortiment. Sieh dich einfach um. Ich mache dir auch einen besonders günstigen Preis. Naja, verschon mich damit. Was macht ein Morkon unter Berserkern? Handeln mit bescheidenem Erfolg. Ausgerechnet hier? Ich brauche die Splitter, um meine Familie zu versorgen. Aber das ist eine lange Geschichte, die ich lieber für mich behalte. Schließlich kennen wir uns kaum. Machen die Berserker dir Probleme?
Du hast ja keine Ahnung. Die anderen Händler sorgen dafür, dass mir die Kunden wegbleiben. Dabei versuche ich es allen recht zu machen. Ich meine, fresse ich Kinder? Trinke ich Blut? Nein! Trotzdem zerreißen sich die Leute das Maul über mich. Wenn irgendwo was verschwindet, bin ich es gewesen. Nur kann ich nicht zurück nach Caracas. Deshalb muss ich die Schikanen über mich ergehen lassen. Warum beschwerst du dich nicht? Bei wem denn? Den Wachen? Da stoße ich auf taube Ohren. Zumal mein Wort gegen das der anderen Händler steht. Außerdem habe ich ganz andere Probleme. Die da wären? Ich habe vor kurzem ein Geschäft mit Chloe, der Kneipenbesitzerin, abgeschlossen. Sollte ihr exotischen Kram aus Caracas liefern und im Gegenzug hat sie mir Lebensmittelrationen versprochen. Habe natürlich sofort eingeschlagen. Die Küche in der Heimat ist schließlich ziemlich einseitig. Aber, oh, verdammt, schon wieder eine Kontrolle. Warte kurz. Du da! Hände dahin, wo ich sie sehen kann! Wir wollten gerade... Mund halten! Sag mir lieber, was das da ist! Ach das, das ist nur... Schrott! Ich würde niemals... Ruhe! Ich bin auf der Suche nach illegaler Ware. Aber danach sieht es nicht aus. Glück gehabt! War es das dann? Von wegen! Du bleibst in der Nähe und wartest, bis die Untersuchung abgeschlossen ist. Kommen wir zu dir. Dreht dir dieser Morkon-Händler minderwertige Ware an? Wie kommst du darauf? Beantworte die Frage. Mach mal halblang. Ich wollte mich nur mit ihm unterhalten. Unterhalten, so. Und warum hakelt es dann in einer Tour Beschwerden? Überzogene Preise, zweifelhafte Ware, da kommt einiges zusammen. Das ist nicht wahr. Nichts als Lügen. Dich hat keiner gefragt, also halt den Rand. Wenn mir auffällt, dass etwas an der Sache dran ist, wird es Konsequenzen geben. Natürlich. Pass also besser auf deine Geldbörse auf. Hier ist alles in Ordnung, du kannst gehen. Hör mal zu, du Wurst. Noch gebe ich hier die Befehle. Aber gut, belassen wir es dabei. Weitermachen. Nett. Jeden Tag werde ich mit irgendwelchen Anschuldigungen konfrontiert. Das nimmt einfach kein Ende. Aber ich will uns nicht die Laune verderben. Eigentlich wollte ich dir auch etwas anderes erzählen. Schieß los. Wo war ich? Mein Problem mit der Kneipenbesitzerin. Du kannst dir vielleicht denken, was passiert ist. Ich habe geliefert, sie nicht. Du glaubst, sie hat dich über den Tisch gezogen? Na, so weit würde ich nicht gehen. Gut, sie hat ständig schlechte Laune und scheint wohl mal ein Outlaw gewesen zu sein. Aber krumme Touren traue ich ihr nicht zu. Wenn die Umstände es zuließen, würde ich ja zu ihr gehen und nachhaken. Aber? Was glaubst du, wie mein Stand aussieht, wenn ich ihn unbeaufsichtigt lasse? Könntest du nicht Chloe fragen, wo meine Rationen bleiben? Wenn die Sache vom Tisch ist, könnte ich dich auch nach Caracas mitnehmen. Willst bestimmt nicht ewig hier versauern. Na sag schon, ist das nichts? Schlag ein! Okay. Hört sich gut an. Wer mit Ivan handelt, macht immer ein gutes Geschäft. Sag mir einfach Bescheid, wenn du zu Chloe gehst. Dann versorge ich dich mit den letzten Details. In der Zwischenzeit kannst du ruhig einen Blick auf meine Waren werfen. Das hast du nämlich immer noch nicht getan. Lass uns handeln. Meine Gebete wurden erhört. Sieh dir nur alles in Ruhe an. Wie weit sind wir in der Episode? Uff, schon viel zu weit. Handel wird fertig gemacht. Chaosmasken, 5 Stück brauchen wir. Ich werde meine behalten wollen. Was haben wir sonst noch hier? Edex-Tränke? Nein. Ah, Schrot. Okay, nein, passt schon. Episode dann vorbei und wir machen gleich mit ihm weiter.